Guten Tag mal wieder. Heute ein bisschen leiser. Hier sind ganz viele Ohren, die mithören. Aber der Stefan hat nachgefragt, wie es mit dem Roller aussieht. Er wollte noch mal ein extra Video zum Roller haben. Okay. So schaut er momentan aus. So. Ich weiß nicht. War letztes Mal das größere Hinterrad schon drauf gewesen? Naja, jedenfalls ist jetzt ein größeres Hinterrad als dieses Vorderrad reingekommen. Die Übersetzung ist dieselbe geblieben. Ich habe vorne einen Berg-Übersetzungsritzel drin, ich glaube mit 9 Zähnen. Und hinten mit den Zähnen, das geht komischerweise haargenau auf, dass ich maximal 25 fahre. Ne, wir haben es getestet mit dem Auto. Ach ne, mit dem E-Bike ist jemand nebenbei hergefahren, der ein Tacho mit hatte. Und mehr als 25 wird es nicht, wenn ich voll aufreiß. Ja, aber trotzdem, mir reicht das an Geschwindigkeit. Verbaut sind diese Dinger hier. Das sind diese 90 Amperestunden Lithium-Eisen-Akkus. Diese 4 Stück, die mir da. Ah, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt, aber tausend Dank. Also du hast mir echt das Jahr gerettet hier. Die sind aus alten Elektrobussen ausgebaut worden und sollen defekt gewesen sein. Ja, mit EMF-Charger geladen und die haben jetzt 12 Volt. Na, hier drüben ist die Voltanzeige dafür. Jeder einzelne hat jetzt eine einzelne Voltanzeige. Insgesamt komme ich auf 12 Volt. Die 12 Volt gehen dann hier an den Wechselrichter. Der bringt 900 Watt maximal Dauerleistung und davon geht mit diesem Stecker hier unten drunter. Und da drin sind jetzt drei Servernetzteile eingebaut, die alle drei in Reihe 36 Volt raushauen, was mein 500 Watt Motor hier hinten eben braucht. Ja, also unter Last zieht es dann ungefähr 45 Ampere. Ne, aus diesen 90 Amperestunden Zellen könnte ich es theoretisch, wenn man mit 45 Amperestunden rangehen kann, 2 Stunden nonstop damit rumkurven. Ja, das geht in der Praxis natürlich nicht. Ne? Also die 45 Amperestunden, die kann ich nicht 2 Stunden nonstop rausziehen, aber 1 Stunde ungefähr kannst du schon ganz gut hin und her fahren. Da kommst du schon ein ganz schönes Stück. Ne, 25 Kilometer dann sozusagen. Wollen wir ein bisschen rumkurven? Aber wenn dann mit Licht. Wenn dann mit Licht. Also ein kleiner Bedini-Motor muss schon rangebaut sein, ne? Mal eine kurze Probefahrt, dass ihr ein Gefühl bekommt. Eddie, Vorsicht! Ich mache noch mal eine kurze Runde, ja? Bis gleich. Moment. Jetzt fast geklappt. Hätte man fast einen ersten Sturz mit drauf gehabt. Krass. Komm, da ist er einfach rückwärts rausgefahren, ohne zu gucken. Puh. Na gut. Okay. Das. So, Adrenalinpumpe wieder angeworfen sozusagen. Ja, was ein bisschen Nachteil ist, wenn ich jetzt zu viel Gas. Doch, jetzt geht's, wenn ich zu viel Gas gebe. Normalerweise schaltet da die Notabschaltung von den Netzteilen rein und dann gibt man einfach wieder ein bisschen weniger Gas und dann kann man wieder loslegen. Das ist halt der einzige Nachteil gegenüber diesen
direkt am Akku dran. Ne, wenn man da in Überlast geht, dann schaltet er mal kurz sofort aus. Das ist halt so eine Sache mit einer Hand fahren. Aber ja. Kannst nicht abhauen. Alles safe. Jetzt schon. Okay, noch mal einparken. Okay, so. Und da steht das Pferdchen. So, erst schalten. Und dürfte anhalten. Okay, so. Und dann wird es halt ganz normal in die Solarzellen gesteckt, die 140 Volt bringen. Ja. Ja, jetzt nur noch 140 Volt. Vorher hatte ich welche drauf, die 180 Volt gebracht haben. Solche flexiblen, mit denen die Allianz Arena in München angeblich ausgestattet worden ist. Und die Dinger kann ich absolut nicht empfehlen. Also mit Glas, die funktionieren einwandfrei, aber flexible Solarpanels, also hier waren sie gewesen. Ne? Also da hatte ich echt Schwein, dass nicht mehr passiert ist. Ja, von daher, diese flexiblen Solarpanels, jedenfalls die damals im Polin-Katalog gewesen sind, ne, die sie da als Restposten verkauft haben, ja, die kann ich für Außengelände, was nonstop mit den Wettereinflüssen in Verbindung hängt, absolut nicht empfehlen. Aber die anderen Solarpanels, Dünnschichtpanels, ne, einfach direkt ans Laptop-Netzteil. Hier ist das Laptop-Netzteil hier dahinter. Ne, die fressen alles zwischen 100 und 240 Volt und vom Laptop-Netzteil geht es dann in den RMF-Charger, der dann hier von eingebaut ist. Und dann werden die 12 Volt Akkus geladen. Das ist es bis jetzt. Ja, so schaut es bis jetzt aus. Dann wisst ihr Bescheid. Bis später.